Hallo Kameraden und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Arztumstandard. Ja, ich weiß, ich hatte ein paar Tage kein Arztum gezeigt oder überhaupt nichts, weil ich hatte ein paar Internetprobleme. Es lief gar nichts und das nicht nur bei mir. Danke Vodafone oder Kabel Deutschland, das ist ja beides zusammen. Jedenfalls haben wir heute ein Jägerdeck gebaut. Wir spielen ein bisschen Jäger. Den guten alten Jäger können wir mal spielen. Nicht gut und ich habe ihn noch nie gespielt, glaube ich. Ich mache gerade mal Ring 17, weil ich nicht wirklich viel gespielt habe. Und das war, obwohl die ersten 10 Tage, 12 Tage schon im Monat vorbei sind quasi. Ja, so lief das, läuft das eben manchmal. Sehr dumm. Hier ist eine Uhr zum Glück. Dann wissen wir, wann ich beenden kann hier. Muss mal kurz rausklicken. Alles okay. Schön, ja. So. Rexha! Versuche also jetzt wieder spätestens am nächsten Woche wieder es flüssig laufen zu lassen. Das muss ich ein bisschen aufnehmen. Das ist eigentlich eine ganz coole Hand, finde ich. Im Gegensatz zu anderen werde ich die nicht behalten. Das ist doch eine, ist schön. Eins, den erspielen. Dann spielt er irgendwas aus. Dann spielen wir den aus. Und dann rennen wir mit unseren Kreaturen dagegen. Und dann wird er stärker. Ja, das ist das Ziel quasi. Und wir können den sogar spielen. Kannst du ja den lieber aufbewahren, um den in Kombination zu spielen. Schau, was für große Zähne ich habe. Ja, jetzt ist es natürlich besser, den erstmal zu ignorieren. Weil sonst würde er ihn, weil ein 3-2er wird natürlich unsere Hyäne sofort töten. Kann er natürlich jetzt machen, wenn er zum Beispiel die Waffe hat. Und dafür seinen Coin verwendet. Falls er zu viel ausspielt, haben wir die Hunde. Was er auch coinen könnte, wäre auch brutal. Ja, ich glaube, das ist nicht so gut. Jetzt ist es klar, wir haben die Hunde nebenbei auch. Hunde sind ziemlich gut. Sind aber nur zwei Hunde leider. Aber es reicht um. Reicht das? Den über 3 zu bringen, ja, ja, reicht. So, und die Gegner-Hygiene zu töten. Wir könnten den noch auf 5 bringen, aber brauchen wir nicht. Reicht schon, wenn wir so erstmal unendlich Schaden machen. Haha, jetzt braucht er die Hunde, um den einen, um mein Feld zu lernen und seins. Oder natürlich diese Karte. Kill Command, auch gut. So, der bringt uns ein Biest auf der Hand, ein zufälliges. Ja, vielleicht hätten wir. Na, war schon gut eigentlich, was sie gemacht haben, glaube ich. Vor allem haben wir ziemlich viel Schaden gemacht. Jetzt muss er nur noch beenden. Dann können wir loslegen mit dem da und dem wahrscheinlich. Ich frage mich, ob. Adam. So ein kleiner. Ich weiß nicht, was er noch überlegt hier. Was könnte er machen? Vielleicht will er auch, dass ich aufgebe. Weil er keine Chance mehr sieht, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hatte. Oh, das ist eigentlich nicht so schlecht. Ja, wir töten den mal lieber. Bevor er ihn noch irgendwie aufpowern kann. Das gibt's ja. Gibt auch dem Gegner 2 Bananen. Ich weiß noch nicht, das ist ein 5-5er. Schau, was könnte eher die Bananen bekommen als er. Habe. 3 plus 2 haben wir jetzt. Ja, werden wir auch machen. Zack. Den? Oder doch erstmal den, weil er hat kein Feld. Also nehmen wir den. Wenn er einmal durchkommt, kriegt er. Können wir ihn mutieren lassen und dann zum Beispiel Windzorn. Dann können wir nochmal angreifen, nochmal mutieren lassen. Ich finde den ganz cool. Leider Gegner den. Jetzt können wir aber unsere Hyäne ausspielen. Den ist ziemlich geil. Er hat nur noch 14. Wir können auch die beiden spielen, aber Hyäne ist, glaube ich, besser. Weil 6 Angriff. Klar, kann kontern mit auch Hyänen. Ja, dann würde ich auch vielleicht auf Face gehen. Oh, das ist gut, eventuell. Kämpfer meiner Seite. Oh, 7 Angriff. Face.
So. Jetzt kann er sich nicht mehr überlegen, was er macht. Er hat nur noch 7 Leben, das ist ziemlich wenig. Und wir haben hier ein gutes Feld. An Kreaturen. Oh, jetzt kommt sein Tötungsmove. Ah, okay, nur sowas. Das ist das Schöne. Wir haben jetzt jeweils einen Angriff mehr. Und wenn er das Red Pack tötet, haben wir nochmal 2 Kreaturen mit jeweils 2 Angriff. Ja. Und wenn nicht, werden wir den spielen. Und Rattenpack dagegen laufen lassen und schauen, was passiert. Oh, das ist auch gut. Das. Auf euren Kopf. Dann erhöhen wir jetzt den Angriff. Das heißt, ich renne da rein und wir rennen erstmal da rein. So, wenn wir den verlieren, haben wir nur noch 4 auf dem Feld. Wir kriegen 3 Hunde dazu. 3 Kreaturen quasi. Ja, machen wir. 3 oder wir rennen da rein und dann da und dann kriegen wir. Nee. Das ist wahrscheinlich ja so besser. Und dann hat er nämlich auch verloren. Weil wir ihn einfach Face geben. Ha, so läuft das. Guter Hundemeister, hat er uns echt den Sieg gebracht. Jui. So. Wir haben 9 Jägerkarten ausgespielt und einen Sieg mit dem Jäger. Das können wir nochmal wiederholen. Ja, wir haben noch 14 Minuten ungefähr. Puh, Mann, Jäger. Jäger ist schon mal eine harte Klasse geworden. Seit die Zeit um Guru. Davor war ja eine Lachnummer. Das kann ich gar nicht quasi. Da waren gar nicht so viele Karten aus dem Guru im Deck. Das heißt, ich denke aber Schamane war wahrscheinlich das große Problem. Und vielleicht die Ratten. Nur zu. Die Waffe ist cool. 2 ist jetzt nicht der beste. 2er? Na komm. 1 und 2er brauchen wir. Dann das ist vielleicht besser, als wenn wir die 3 aufbewahren. Da haben wir die Waffe wieder bekommen. Im schlimmsten Fall kriegen wir nochmal eine Waffe, weil wir haben eine Waffe zurückgeschickt. Und das heißt, es könnte die andere Waffe gewesen sein. Und dann bekommen wir vielleicht die Waffe und dann ist alles scheiße. So. Das ist perfekt jetzt. Weil jetzt können wir den Coin benutzen. Können nächste Runde auch mal Coin benutzen und können das zweite Großmütterchen ausspielen. Großmutter, Großmutter. Wie sagst du so? Großaugen. Was für große Zähne ich habe. Damit ich dich besser fressen kann. Ja, wer kennt sich? Großmütterchen, Groß. Ach ja, ich kann das nicht. Ah, zähl mich doch nicht dazu. Ah, oh, dann eben. Ich dachte das auch nie beim ersten Mal hier mit dem Laser. Nur beim zweiten Mal, immerhin. Oh, er kann einen unserer Dicks töten. Oh, hatten wir es. Ja, auch. Damit ich dich besser fressen kann. Oh. Oh, sick. Wir können auch den einfach machen. Oh, wir können auch den jetzt machen, aber. Ich hab grad nichts besseres, also machen wir das. Dann haben wir nämlich noch das große Mütterchen, bevor es zum bösen Wolf wird. Der große böse Wolf und das große Mütterchen. So, wir können den töten. Dann kommen da 2 ins Einser. Wir können den auch ignorieren. Den da beschwören. Wenn wir das machen, hat er eben 2 ins 1, dann tötet er unsere Mutter. Ich ja. Aber ist egal. Machen wir. Und schauen wir mal, ob wir den richtig mutieren können. Mit Gottes Schild würde er beides opfern müssen. Mit Verstohlenheit hätten wir. Ich glaube, Verstohlenheit ist in dem Fall das Beste. Und dann machen wir noch hier Heldfähigkeit. Weil dann kann er ihn ja nicht anvisieren, nicht töten. Und mit der Waffe rennt er dann gegen unseren 3-2er. Und dann haben wir noch unseren 3-2er da, den einen. Und er hat keine Waffe. Zum Glück haben wir die Karte. Damit töten wir seine Hyäne. Ja, super. Ja, das haben wir. Das ist ja super. Da brauchen wir nicht mehr.
Und das plus 2, glaube ich, machen wir einfach. Vielleicht nochmal Gotteschild oder irgendwas. Oh, das hier. Okay. Dann töten wir das Viech. Und wir töten den da. Und der ist ein bisschen brutal. Das will ich nicht. Den da lassen. Falls dann die Hunde gekommen wären, hätte er alles getötet von mir. Einfach so, ohne seine Waffe zu benutzen. Kann sein, dass er jetzt... Ah, okay, hat nur die Hunde. Seht ihr? Der Hundeband ist ziemlich brutal gewesen. Na, will er das von da benutzen? 5 Schaden? Hätte ich nicht gemacht. Hätte die Waffe einfach benutzt. Weil die 5 Schaden wären mir mehr wert als die Waffe tatsächlich. Demzufolge verstehe ich nicht, was er da gemacht hat. 3, 6. Ich glaube, gut genug. Puffer! Ja. Face. Puffer immer Face, oder? Dafür ist er da, wie heißt auf Deutsch? Krummel! Ja, mit Krummel krummeln wir den Gegner weg. Oder so. Weggekrummelt. Ah, wieso haben wir den nicht im Deck? Weil das Deck, die Decklist, den ich abgekupfert habe, hatte das nicht im Deck. Das ist ziemlich dumm, weil mit großen Mütterchen ist das ja immer. Okay, dann wissen wir Bescheid. Das ist nicht unbedingt optimal, wie er es gemacht hat, aber es geht schon irgendwie. Jetzt ist natürlich alles, alle seine Biester natürlich jetzt hier super schnell. Oh, jetzt nicht mehr. Gute Eule! Hahaha, man sieht aber nochmal so 100. Wenn ja, sind wir am Arsch mit der Arme neu leben. Und dann hat er noch eine Handkarte übrig. Wenn er sie nicht alle tötet, haben wir unseren Wolf und können damit ein bisschen mehr Schaden machen. Das nicht sicher. Okay. Nicht die beste Karte, nicht die beste Karte. Ah, 5 Schaden. Okay. Können schon mal das Feld töten von ihm. Ja, müssen wir auch. Also ist besser, als wenn wir unseren Hund verlieren, glaube ich. Oder? Wir hätten 9 Schaden machen können. Warte mal. 2, 4, 9, 5 sind 9 plus 11. Dann hätte er noch 4 Leben gehabt. Wäre unter Umständen besser gewesen. Ja, muss ich zugeben, war nicht so toll. Wieso spielt er den immer noch anders? Hä, war das? Harte Karte. Hatte nur eine Zauberkarte. So. Das ist natürlich schade für ihn. Da hat er ja viel gebracht. Hab ich gar nicht bemerkt, dass der nicht seinen Effekt benutzt hat. Oh Mann, sieht nicht gut für ihn aus. Weil wir die Karte haben. Ah, den zu mutieren. Ja. Der ist super. Einer der besten Zweier, die man haben kann. Ah, oh, 6 Schaden Face kann ich nicht machen. Was wird ziehen irgendwas Geiles? Oh, Hunde. Du bist ziemlich geil, ja. Face! Face! So, nächste Runde ist er tot, außer er kann uns jetzt 15 Schaden durchmachen und durchziehen, ja. Ja, schon, er braucht doch 10 extra Schaden mit einer Handkarte. Ich glaube, das wird nicht ganz funktionieren. Ja, Glück für uns, sag ich mal. Gut gespielt. Er hat nur 2 Leben. Egal was er macht, er ist tot. Ich ergebe mich. 2 Siege hintereinander mit dem Jäger. Jäger ist ziemlich brutal. Ne? Das wird ein Deck, wo ich Karten nicht drin habe, obwohl die da reingehören. Deswegen werden wir den kurz eventuell mal um. Ja, das ist unser Jäger. Ne? Ich meine, das lief auch jetzt irgendwie schon gut, aber. Das ist schon cool, aber. Der da ist deutlich cooler. Wir haben dann. Wir haben noch genug Dreier-Karten. Also, wir brauchen nicht nur extra Dreier. Ist also okay, dass wir das ausgetauscht haben. Damit sollte unser Deck besser sein. Ah, Mann, der hat mir gute Kombo da gezeigt, der Typ. Also gute Karten. Den habe ich fast. Den habe ich total vergessen auch. Wenn ich ein Deck bauen würde, Mega, würde ich den immer drehen.
Anduin. Ich meine, alle Biester kriegen Schnelligkeit, Haste, Hast. Ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißen. Ihr wisst schon Bescheid. 2-2, 3-3. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ich kann den coinen, dann können wir den beschwören. Dann können wir danach den oder den. Ja, das ist cool genug. Wir können den zum Beispiel Gift oder ATK dazu geben. Dann ist das schon richtig hilfreich. Jo, denn den 1-1er wollen die wenigsten aufplauen, also zerstören. Und dann kommt der 3-2er. Das große Mütterchen wird der große böse Wolf. Das ist quasi die Verkleidung, die man zerstört nur. Mehr ist das gar nicht, oder? Das ist ja der verkleidete Wolf im Bild. Und wenn du ihn zerstörst du nur seine Kleidung. Was für große Zähne ich habe. Ja, richtig große Zähne. Na, Putz. Gegen, ich weiß nicht, wie es läuft gegen Priester. Es könnte brutal werden. Weil Priester ist immer so. Priester ist schon hart, denke ich. Oh, meine Mutter. Wenn wir jetzt zum Beispiel giftig bekommen, wäre das gut. Oder bloß ATK. Oder einfach nur das Schild. Okay. Ich meine, diese Fähigkeit. Was auch ziemlich gut ist dann. War das Beste von den anderen. Ah, oh, so ein Mistkerl. Okay, damit kann ich nicht rechnen. Nichtsdestotrotz haben wir den noch. Und können dann zumindest den töten. Und den mit unserer Waffe. Ist die Waffe jetzt gut genug oder einfach den dann? Nee. Waffe. Ich jage allein. Ah, so ein Mistkerl. Natürlich hat er diese Karte gehabt. Ja, ich weiß, spielen sie zweimal. Aber dass er sie genau jetzt hatte. Ist auch eine Karte, die man sich offen lässt. Hätte ich mitrechnen müssen. Für 0 machen wir dann auch noch. Oh, unser großes Mütterchen. Das war. Ich hätte den ploppen lassen müssen. Aufploppen wäre in dem Fall noch besser gewesen. Und haben wir plus ATK bekommen oder Gift einfach? Das wäre viel besser gewesen. Ja, das ist dieses Deck auf jeden Fall. Okay. Wir töten den definitiv und schauen mal, was wir hier rausbekommen. Obwohl, wir töten den und wir schwören hier mit 2. So, dann haben wir nicht 2-1-1er plus den 2-2er. Dann können wir den nächste Runde rufen. Eventuell den zuerst. Oder 3-2. Ja, Quatsch. Gar nicht sehr Fähigkeit gegen den jetzt. Ja, natürlich den zweiten! Er hat alles. Alter! Sorry, wenn man so perfekt sieht, dann würde ich mal sagen, hat er gewonnen. Er kann gar nicht mehr verlieren. Außer sowas. Gut, jetzt müssen wir den aber dafür spielen. Und hier Schaden machen. Das war's. Alter, so ein Drecksack! Der Priester, der klaut uns alles einfach. Spielt eher mit unseren Karten als mit seinen. Schau mal, was wir da haben. Tja, dass er auch mal 1-1er macht. Sollen wir den beschwören? 3 plus 2. 3-3 können wir machen. Aber das sind 2er. Nee, komm hier. Soll er uns noch 3 Schaden jeweils machen, indem er angreift? Dann verliert er einen 1-1er. Der eventuell mehr Schaden macht. Oh, kann ich ja auch cool öffnen. Er wird uns auf jeden Fall die 3 Schaden machen, wie es aussieht, bevor er ihn zerstört. Na, 3 Schaden und Karte ziehen. Und vielleicht zerstören können. Okay, er schaut, ob er meinen zerstören kann. Er kann seinen Chamber auf jeden Fall Sport geben. Ja. Sonst wird er nicht anvisiert, oder? Lol, okay. Und jetzt? Ah, verdoppelt das Leben eines Trainers. Ah, das ist. Okay, wir haben verloren. Das ist dieses Assi-Deck. Da können wir nicht viel machen gegen. Also wir ziehen hier einen Sport, was das Beste wäre. Kämpfer meiner Seite. Ah, es ist Hafer. Was sonst?
Ein flinkes Wiesel. Ja, mach. Ich hätte vielleicht da angreifen sollen, dann hätte er nur 8 Schaden machen können. Nee, dann hätten wir 3 Schaden bekommen, wenn wir auf 7 leben und dann hätte er auch gewonnen. Ist egal. So oder so haben wir verloren. Oh, oh nein. Ein Priester, der perfekt sieht, wie er es braucht. Habt ihr gesehen, was er zweimal hatte? Den Topf, ja, um mir Karten zu klauen. Plus hatte zweimal die Karte, um, aber hier war doch hier, um seine Typen zu stillen und eine Karte zu ziehen. Ah, Lucky Priester. Damit beenden wir die Folge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ein Däumchen würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, alles Gute, viel Spaß. Ciao.